Haus Ordos. Hi, Davitska, der Lars hier. Willkommen zurück bei Dune 2, Dune Legacy, Haus Ordos. Die letzte Mission steht an. Nun ist es so, die letzte Mission spielt immer auf der gleichen Karte. Und die Karte hatten wir jetzt schon mit Haus Atreides. Wäre also doppelt gemoppelt, wenn wir das normal spielen würden. Deswegen machen wir das anders. Ich hab da mal was vorbereitet. Wir gehen auf Reitspiel. Ich habe die Karte All Against Atreides ein bisschen angepasst und habe daraus All Against Ordos gemacht. Hab da noch ein paar weitere Änderungen gemacht, wie zum Beispiel, es kommen Verstärkungen für mich und den Gegner und Hinterhälte kommen. Und der Gegner hat keine Starports, also keine Raumflughäfen. Weil der Gegner würde ansonsten cheaten und einen kaputt spammen mit Panzern. So, haben wir das. Normalerweise hast du auf der Karte bis zu 4 Gegner. Ich habe aber einen der Gegner einfach mal ausgeschaltet. Also haben wir nur Harkonnen, Atreides und Zadokar als Gegner. Die kriegen die Kampagnen-AI. Ich bin Ordos. Die anderen AIs sind entweder zu schwach oder viel zu stark. Und dann haben wir das. Und jetzt kommt der Amon. Im Palast des Imperators auf Dune. Man hätte die Ordos aufhalten müssen. Eure Hoheit, lasst uns erklären. Keine Erklärungen mehr. Ihr sollt mein Palast verteidigen. Nur gemeinsam können wir die Ordos besiegen. Bald beherrschen Ordos ganz Dune. Wähle dein nächstes Gebiet. Imperator Frederik hat sich den Feinden des Hauses Ordos angeschlossen und muss seine Strafe dafür erhalten. Vernichte seine Truppen und alle Überbleibsel der Atreides und Harkonnen, die unsere Anwesenheit auf diesem Planeten noch immer ablehnen. Für diese letzte Schlacht haben wir alles riskiert. Wir rechnen daher mit deinem vollen Einsatz. Zadokar, die Elite-Truppen des Imperators. Wollen wir mal, ich muss mich beeilen. Der Gegner schickt natürlich auch Omnitopter vorbei. Und die sind halt schmerzhaft für mich. Ich würde am liebsten nach rechts mich ausbauen, weil da halt die größeren Spicefelder sind. Und da ist halt kein Gegner jetzt mehr, weil ich den ja ausgeschaltet habe. So, ich muss natürlich auch auf Hinterhalte jetzt achten. In der normalen All Against Atreides Karte gibt es halt keine Hinterhalte und keine Verstärkung. Ich habe das halt einfach mal übernommen von einer anderen Karte. Und was brauche ich noch? Natürlich brauche ich Spice. Ich brauche ganz viel Spice. Ich habe halt nur schon mal hier ein bisschen Test gespielt. Muss ja da ein bisschen Balancing finden. Das wird nicht einfach für mich. Wir brauchen wieder Strom für Raketentürme. Ist auch eine gute Einstellung für mich, dass wir Strom für Raketentürme brauchen, weil braucht der Gegner auch. Und er hat sehr viele Raketentürme. Sehr, sehr viele Raketentürme. Man hat ja viele Raketentürme. So, haben wir 3 Raffinerien. Noch einen Raumflughafen gebaut und dann ganz schnell eigentlich Raketenpanzer bauen, weil das sind die besten Verteidigungen gegen Ornithopter. Die Raketentürme machen nicht so wirklich viel. Die sind eher so lahmarschig. Bestellst du noch 2 davon? Ich würde am liebsten noch da was bestellen. Der ist gerade relativ billig. Relativ stellen wir. Bestell einfach. Fregatte eingetroffen. Wunderbar. Da kommt ein Raketenpanzer. Und dann drücken wir sie auf Überwachen, damit sie halt Luftviecher zerstören. Ansonsten stehen sie einfach nur dumm rum und lassen sich beschießen. Was ich auch gerne hätte, sind Ornithopter. Die funktionieren hier auch ein bisschen anders bei Dune Legacy als bei Dune Dynasty. Oder allgemein bei Dune 2 normal. So, auf Überwachen. Die auf Überwachen. Die auf Überwachen. Alle überwachen. Überwacht mal die Gegend hier. Das nächste, was wir bestellen schon mal, ist eigentlich eine Baubasis, eine mobile. Ey, ich muss mich hier ausbreiten. Der Gegner hat natürlich auch Paläste. Harkonnen und Zadokar haben Atomwaffen natürlich. Und es wird nervig. Das wird sehr, sehr nervig. Oh, billig. Finde ich super. Du bist auch relativ billig. Also auch schon mal bestellt. Schick mal darüber. Du kannst weg. Ich will den da hinsetzen. Setz die mal dahin. Verbessern, damit du auch große Platten bauen kannst. Große Platten bauen. Bestellen. Wo es so schön billig ist gerade. Ich bräuchte mal eigentlich ein Radar, wa? Ich brauche dafür aber auch Strom. Ich könnte an sich auch schon einen Palast bauen, aber... Da kommen die Gegner. Und ich werde sofort beschossen. Ey, lass das. Nicht meine... Nein. Nicht gegen meine eigenen Sachen schießen. Nein, ihr Dämmel. Die schießen halt nicht durch die Gebäude, sondern schießen gegen die Gebäude, um halt das dahinter zu treffen.
Das ist ja auch schon mal nicht so schön gelaufen für mich. War aber bisher nur der erste Hinterhalt. Das war nur der erste Hinterhalt. Das ist das Problem. Das war nur der erste. So, ausverkauft, ich krieg keine Raketenpanzer mehr. Was auch ein Problem ist. So, Silos bauen, damit mir nicht irgendwie Geld flöten geht. Und der nächste Hinterhalt. Wann kriege ich eigentlich meinen Deviator? Ich bräuchte mal... Ich glaube, erst in einer Minute kommt mein Deviator. Gegen Devastator wär das schön. Die Hinterhalte wiederholen sich alle paar Minuten. Das wiederholt sich einfach. Du hast niemals irgendwie Ruhe vor den Ärschen. Mehr davon bestellen. Sind zwar jetzt gerade ein bisschen teuer, aber ein bisschen billiger als sonst. Ich überlege gerade, ist es gut, mich so auszubreiten? Natürlich gut gegen die Atomraketen, weil können sie nicht so viel zerstören, aber ist halt schwerer zu verteidigen, wenn sie halt anfangen, das hier zu fokussen, als das hier, dann muss ich die rüberschicken. Ja, ich hier offene Flanke, ich hab da jetzt offene Flanke. Ein Radar deaktiviert, ich brauche eigentlich erstmal noch kein Radar, weil ich habe ja noch keine Türme. Aber die Türme brauche ich jetzt eigentlich brauche ich die sofort. Eigentlich brauche ich die sofort. Dafür muss ich aber erstmal die Baubasis reparieren. Da kommt schon nett. Da kommen die ersten Ornithopter. Ey, überwachen. Normal verbessern. Du sollst Türme bauen können. Und du auch. Strom. Nochmal Strom bauen. So, bauen wir jetzt mal da Türme hin. Überfahren, bevor du stirbst, am besten. Brauche ich eine Reparatur? Reparatur ist eigentlich eher doof, weil den. Sterben die meine Dings. Das ist so nervig, wenn sie da hinten ankommen. Na, ich brauche mein Geld. Ich brauche meinen Strom. Ich müsste am besten so am Rand bauen, damit sie mich nicht von hinten angreifen können. Ich muss mich mal beeilen. Ich möchte mal weitere Einheiten bestellen, bestellen, bestellen. Einfach bestellen. Strom neu bauen. Vielleicht einen Palast bauen. Vielleicht noch mehr... vielleicht noch eine... Ach, 999... 999 kostet das blöde Ding. Und da kommen die nächsten. Vielleicht könnte ich die schon mal nehmen und damit angreifen. Also bei Dune Legacy ist es einfacher anzugreifen als zu verteidigen. Bei Dune Dynasty ist es einfacher zu verteidigen als anzugreifen. Also ist genau andersrum. Euch lasse ich mal hier und ihr überwacht mal die Gegend. Du baust das da hin. Du baust hier einen Turm hin. Bestellen, bestellen, das ist alle. Ganz viele Ornithopter bestellen, das bestellt, das bestellt. Machen wir dahin. Benutzen wir die Ornithopter als Verteidigung. Wollen wir schon mal... Ich muss Druck machen, bevor Raketen kommen. Das hier baut, machen wir nochmal das und nochmal Windfallen bauen. Einheit abgeschickt, da sind jetzt Dings. Ich muss die aber alle erstmal auf... Dafür musst du erstmal alle auswählen können. Musste alle auf Überwachen stellen. Und dann wollen wir mal. Obwohl, ich sollte eigentlich lieber von der Hakon-Flanke angreifen, weil da sind sie halt offen, weil da die gegnerische Basis fehlt. Das ist der hier gepflanzt. Eigentlich dürfte gleich eine Rakete kommen. So, noch mehr... Nee, ist außer... Da ist ein neuer reingekommen. Alle paar Minuten kriegst du einen neuer rein. Nicht für 900 nicht. Für 900 ist zu teuer. Bestellen. Da kommen... Warum kommen da... Fremen an? Warum sind die braun? Ich hab die ausgestellt. Wo wird hier... Nein, da werden wieder meine Dings beschossen. Wisst ihr was? Ihr geht mal einfach da sammeln. Und dann werde ich neue bestellen, wa? Sollte mal neue davon bestellen. Bestell einfach. Einfach bestellen. So viel it geht. Wunderbar. Kriegen wir sogar noch einen Belagerungspanzer. Hier einfach mal so in die Pflanze. Auch nicht unbedingt einen Betonuntergrund. Hier kommt der Palast hin. Heißt aber auch, ich brauche mehr Strom. Hier sammeln ihn. Habe hier noch Carryalls, damit sie einfach dahin geflogen werden. Ja, haben wir jetzt einfach mal so ein Scheißding da. Nochmal eine Baubasenmobile. Ich brauche das Geld dafür. Gib mir das Geld. Wunderbar. Und nochmal Raketenpanzer hinterher. So, Trupp 1. Ran da. Ran an den Speck. Könnt ihr eigentlich schon mal bis dahin fahren. Und falls euch da irgendwelche Menschen entgegenkommen, überfahrt er sie halt. Ich hab da was. Warum gibt's diese Basis? Ich hab die Gegner ausgeschaltet. Warum existieren die? Okay, wir haben zu viele Gegner, die ich hätte, die also richtig ausschalten müssen. Oder was? Oder wie? Sind die jetzt Teil von Gegner? Bekämpfen die sich gegenseitig? Oder sind die im gleichen Team? Weil wenn die jetzt im gleichen Team sind, dann ist ja Schrott. Einfach mal darauf schießen, ihr sollt da nicht reinfahren. Also da seht ihr schon mal,
sind viele Raketentürme und die sind nicht nur an der Außenseite, sondern auch in der Basis. Also musst du halt reinstürmen und kaputt machen. Überphase! Du überfahren! Überfahren! Einfach überfahren! Gott, ey. Was kann ich noch bestellen? Hier bestellst du halt den Schrott. Und Hauptsache hast du. Kannst ja eh über Einheitenlimit hinaus. Dank Raumflughafen. Also ich brauche so was wie eine normale Fabrik eigentlich gar nicht. Weil bringt mir nichts. So, ausgebreitet, verbessert. Kannst du auf jeden Fall zwei Atomschläge ab auf die Weise. So, ihr dürft mal dann halt hier an den Rand. Da dürft ihr in die Atreides-Basis gleich rein. Ist nur die Frage, muss ich die Fremen-Basis zerstören, um das jetzt zu schaffen oder nicht? Oh nein, du bist das? Ja, ist wahrscheinlich eher reingefahren. In so eine Beule. Raufgeschossen. Meine Basis wird wieder angegriffen. Hört doch mal auf, meine Basis anzugreifen, ihr Schweine. Zerstört die Scheiße. Ich könnte vielleicht hier ein paar Raketentürme brauchen. Und Strom natürlich. Oh nein, ich war schon in der gegnerischen Basis drin. Scheiße. Ich dachte, die wären noch ein bisschen weiter unten. Durchrasen. Das beschießen. Windfallen haben Priorität. Die Baubasen haben Priorität. Die sollen ja die Windfallen nicht einfach wieder zurückbauen können. Je nachdem, wie viel Kohle sie haben, haben wir ein Problem. Weil wir bauen sie alle sofort zurück. Aber ich glaube, die haben nicht jetzt so viel Kohle. Aber wir sind schon mal drin. Auf die Windfallen konzentrieren. Ja, jetzt kriegen sie gleich wieder Strom zurück, weil Palast verbraucht sehr viel Strom. Wenn er kaputt ist, kriegen sie wieder sehr viel Strom zurück. Sind das viele Dings? Rauf da nicht. Ja, das ist Suizidkommando hier. Okay, die Türme haben aufgehört zu schießen. Nicht wichtige Gebäude nicht beschießen. Sorgt nicht dafür, dass sie wieder schießen können, ihr Deppen. Okay, die sind halt jetzt ein bisschen langsamer, weil sie halt beschädigt sind. Aber es ist halt der Preis. Ist der Preis? Hab ich eigentlich schon mal eine Rakete beschossen? Ich hoffe nicht. Ich krieg gerade nie so mit. Ich bin gerade beschäftigt. Oh oh. Ja, da beginnt jetzt schon die Sadokar-Basis. Sorgt mal dafür, dass sie keinen Strom mehr, kein Geld mehr bekommen. Bisher verteilen sie nicht ihre Verbündeten, die Sadokar. Also, Atreides ist soweit schon mal relativ kaputt. Ich kann euch gleich erstmal kurz mal allein lassen und neue Sachen bestellen. Bestellt. Ich hab das Geld. So, Quad Trike Armee. Ihr geht mal kurz auf die Beule darauf. Sollt nicht da rein. Ist das einer meiner? Du bleibst da oben. Du bewachst hier meine Basis. Wie wär's hier mal mit so einem Ding? Was kann ich mit dir machen? Wie effektiv bist du? Ist die Frage. Die schicken wir mal dahin. Und ihr macht mir weiter. Ich werde beschossen von Onitopter. Das ist natürlich richtig schlecht jetzt. Ihr habt zu viel Dings zerstört. Damit greifen die Dings wieder an. Die blöden Türme teilweise. Warum greifen die Türme mich da an? Achso, weil das hier auch schon wieder Sadokar-Basis ist. Nummer 2 kommt mal einfach hier mit herbei. Das wäre mal nicht so schlecht. Schön in die Windfallen rein. Reiner! Alles andere wird erstmal ignoriert. Weil es ist halt die beste Verteidigung von denen. Die blöden Raketentürme. Da raufschießen. Und ihr einfach mal Helm gehen. Das reicht noch so nicht. Windfallen geben zu viel Energie für euch. Sollen sie auch nicht zurückbauen. Da ist der Palast. Der muss eigentlich auch mal weg. Da kam eigentlich schon mal eine Rakete? Ja, da kam eine Rakete. Das sieht nach einer Rakete aus. Außer die haben zweimal gleiche Gebiete getroffen. Ihr habt immer noch zu viel Energie. Finde ich nie gut. Könnt ihr bitte die Energie vom Gegner ausschalten? Das Gebäude hat überlebt. Meine Armee wurde zerstört. Muss ich wieder aufbauen. Und das dauert eine Weile. In der Zeit kommen halt Verstärkung vom Gegner. Dann nutzen wir mal euch. Ich muss mich da beeilen. Wie sieht's aus mit dir? Bist du irgendwie nützlich? Eigentlich nicht, wa? Du bist so unnütz. Kannst da reinrennen. Ah, bist relativ schnell. Ja, jogg mal dahin. Renn, du Sack. Wirst beschossen? Natürlich wirst du beschossen. Hey, hast du ein Gebäude zerstört? Wurde gerade wieder dahin gebaut. Also Atreides sind ja soweit erstmal unfähig. Die könnten vielleicht... Ihr habt keine Dings mehr. Ich sollte vielleicht dafür sorgen, dass ihr auch nichts mehr bauen könnt.
Weil ihr habt ja noch hier Möglichkeit, Einheiten zu bauen. Wollen wir mal kurz verhindern, dass ihr weitere Einheiten bauen könnt. Das bestellt. Schnell bestellt. Lasst euch nicht beschießen. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen Atreides-Gebäude-Gedöns. Fängt da schon Dings an? Da fängt schon Dings an. Ihr müsst hier hin. Das ist alles noch Atreides. Ihr habt noch relativ Energie. Aber das bringt ja euch eigentlich nichts, obwohl die können da bauen. Ihr habt immer noch Energie. Das ist nicht gut. Rauf da. Warum seid ihr so scheiße? Stellt euch mal mehr dahin. Vernichtet den blöden Palast, damit sie mich nicht mehr beschießen können mit irgendeinem Dreck. Hier bestellt. So, das schon mal kaputt. Die Windfallen gehen ein Glück schneller kaputt. Komm, noch eine Windfalle zerstören. Wie kriegt er hin? Vernichten! Es reicht einfach nicht. Wie sieht's aus? Raketendings. Können die Sadokar Ornithopter bauen, ist die Frage. Ich brauche natürlich auch noch ein bisschen Verteidigung gegen Hinterhälte. Dafür kannst du aber auch Türme einfach bauen. Eigentlich kannst du dafür auch einfach Türme bauen. Das reparieren und dann Türme baut. Ich könnte auch normale Türme einfach bauen, ist auch okay. Es müssen nicht die guten Dings sein. Hier reparieren. Ihr seid der nächste Angriffstrupp. Ihr seid einfach der nächste Angriffstrupp. Der nächste Saboteur ist bereit. Hey! Jo, kleines Männchen, was kannst du eigentlich machen? Ich könnte, wenn ich wollte, Gebäude einnehmen, aber wofür? Brauchst du nicht angreifen! Brauchst du nicht dafür sorgen, dass die neue Dings bekommen? Ja, auf, nicht auf Überwachen. Ich muss die auf Bewachen drücken. Hier kannst du mal einfach dahin laufen von mir aus. Also, der Sadokar-Palast ist weg. Also hat nur noch Harkonnen irgendwie was. Oh. Okay. Die Fremen sind unabhängig einfach. Passt ja irgendwie. Die mögen mich nicht, die mögen auch den Gegner nicht. Ihr Dämel sorgt aber dafür, dass sie halt Strom wieder bekommen. Was nicht gut ist für mich. Ich muss euch mal kurz da dran hindern. So, die Frage, muss ich die Fremen besiegen? Ich hoffe mal, ich muss die Fremen nicht besiegen, weil die offiziell nicht irgendwie als Gegner da sind. Vernichten. Windfallen vernichten. Hier sind noch ganz viele Windfallen. Sadokar haben keine Windfallen mehr. Also nicht genug Strom. Die haben noch Windfallen. Natürlich haben sie noch Windfallen, aber... Aber das reicht nicht mehr für Türme. Haha, schieß gegen die eigenen Gebäude, du Depp. Das ist soweit erledigt an Strom. Sucht mal nach mehr Windfallen. Wunderbar. Das läuft doch jetzt. Einfach mal überfahren. Überwachen. Könnt ihr nicht einfach mal den Dings da beschießen? Ihr geht mal kurz darüber und macht den Dings fertig, der euch beschießt. Überwachen. Wunderbar. Vielleicht auch dafür sorgen, dass die kein Radar mehr haben. Ist auch nicht schlecht. Bestellen. Weiß kann's. Ich habe keine Geldprobleme soweit erstmal. Achso, hab ich nicht hier? Ich hab noch dich. Wozu auch immer ich dich hab, weil du bist so unnütz. Renn da einfach rein. Ihr macht hier schon Rambazamba, macht da. Da ist noch eine Windfalle. Da, Windfallen. Kann auch sein, dass hier bereits Hakon-Gebäude rumstehen. Deswegen halten wir uns mal ein bisschen zurück. Dauert hier alles ein bisschen, aber funktioniert halt. Vernichten. Ich glaube, ihr habt keine Dings mehr. Ihr dürftet keine Windfallen mehr haben. Und zum Schluss muss ich groß aufräumen mit den Türmen. Einfach dann kaputt machen, weil ich muss die ja kaputt machen, um die Mission zu schaffen quasi. Wahrscheinlich muss ich die kaputt machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte einstellen können, dass ich nicht alle Gebäude zerstören muss, sondern nur die wichtigen Gebäude, wie bei Doom Dynasty. Da habt ihr ja noch. Das wollen wir nicht, dass ihr das noch habt. Weil es ist ja schädlich. Ist ja schädlich für mich. Ich hab da sogar noch eine Baubasis. Ja, jetzt nicht mehr. Na, ihr habt ja noch ordentlich hier. Hätte ja jederzeit wie angehen können. Das kann ja nie angehen. Nee, das ist natürlich schlecht, dass ich jetzt hier von Harkonnen angegriffen werde. Vielleicht sollte ich mal Verstärkung hinterher schicken. Wäre vielleicht ja nicht so schlecht. Wärt ihr eine gute Verstärkung? Ich glaube ja eher nicht. Ach, euch gibt's ja auch wieder. Ihr habt ja noch viel zu viele Windfallen. Kann jederzeit wieder Energie angehen. Die ist so weit sauber hier unten. Ja, da fängt schon die Harkonnen-Basis an. Wunderbar. Natürlich werden sie aber
hier auch sich wehren. Weil lassen sie sich natürlich nie gefallen. Tut mir keinen Gefallen mit. Geh mal ein bisschen zurück. Du überfährst die einfach. Zurück, zurück, zurück. Raufgeschossen. Rauf da. Reichen 4 Belagerungspanzer? Ich glaube irgendwie schon. Wie weit bin ich jetzt schon in der Basis drin? Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Das ist der Außenbezirk der Basis. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass ihr mich beschießt. Okay, müssen wir ein bisschen dafür sorgen, dass ihr wieder mehr Energie kriegt. Aber ihr könnt mich nicht beschießen auf die Weise. Ach, verdammt. Hier, ihr haltet das aus. Die Belagerungspanzer halten das aus. Wie weit hat eigentlich der Fremen-Scheiß eigentlich die schon angegriffen? Wie ist der Krieg zwischen den beiden eigentlich? Habe ich irgendwie schnelle Einheiten? Ich bräuchte mal eine Menge schneller Einheiten eigentlich. Ich könnte vielleicht ein paar Dings abziehen. Flieg mal dahin. Und der macht da auf Überwachen. Da auf die Windfallen. Einfach mal darauf. Einfach mal darauf. Zurück, zurück, zurück. Belagerungspanzer sind scheiße, nervig. Also wenn es der Gegner hat. Das Wichtigste ist tatsächlich einfach Dings zerstören. Aber der Belagerungspanzer nervt mich. Der macht mehr Schaden als die blöden Türme. Kriegt ihr das zerstört bevor? Ja, meine Ornithopter sind bereits vernichtet worden. Da waren noch die restlichen Dings davon. Überlebst du das? Überfahr die mal kurz. Nee, ich hätte nicht überfahren sollen. Ich hätte die nicht überfahren sollen. Neue Raketenpanzer, neue das bauen, alles hier wieder. Das dauert eine Weile. Aber wir haben es ja eigentlich gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Ach ja, warum bist du hier noch? Ich bräuchte hier wieder neuen Dings. Was auch immer mir der bringt. Was auch immer der mir bringt, ganz ehrlich. Einsame Fremen-Truppen. Oh, fuck. Könnt ihr... Ey, wozu habe ich einen Ornithopter, wenn die hier nicht irgendwie was machen für mich? Warum kriegt... Achso, ich habe vergessen, das zu wechseln von Ordos-Einheiten zu Dings-Einheiten. Gut. Aber dafür können die mir nichts großartig antun, weil... Die Viatoren machen ein Glück nicht viel Schaden an Gebäuden. Ich wollte das hier hinsetzen. Verteidigung einfach mal hier hinsetzen. Dafür hast du auch die Kohle. Benutz die Kohle. Kannst du auch gleich hier Dings bestellen. Nochmal eine Baubasis von mir aus. Du läufst einfach mal da oder da rein. Du wirst wahrscheinlich sofort abgeschossen. Rainer! Überfahren. Einfach überfahren. Ich brauche keine Fremen, die mich belästigen hier. Ich will einfach nur... Die... Was? Was für eine Rakete? Habe ich das gerade richtig gehört? Habe ich Rakete nähert sich gehört oder nicht? Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher. Da haben sie noch ganz viel. Muss nur ihn noch zerstören. So, dass sie keine Gegenwehr mehr leisten. Ja, ich habe Rakete nähert sich gehört, weil die halt noch den Scheiß da haben. Natürlich haben sie den Scheiß da noch. Der Strom ist aus. Der Strom ist aus! Oh nein, sie haben noch ein Dings, um zu stehen. Ich kann die Ornithopter reinschicken. Solange der da dumm rumsteht, einfach nur... Kann er mich am Arsch lecken? Kannst du mal das da zerstören, bevor das da repariert ist, was auch immer da drin ist? Wunderbar. Was auch immer da drin war, ist es nicht mehr. Oh Gott, der wird das nicht überleben gegen die Männchen. Noch hast du hier noch Leben? Überfahren! Der einsame Hate! Die Fremen machen von der anderen Seite hier, Rambazamba. Okay, das war's für dich. Du hast gute Dienste geleistet. Oh, fuck. Natürlich tun jetzt die Fremen mich angreifen. Die Dreckigen. Einmal hingesetzt. Was kann ich hier noch bestellen? Hier Dings, Dings bestellen. Einfach immer bestellen. Bestell ja die ganze Scheiße. Okay, vielleicht keine Carryalls mehr. Wie viel kriegen wir von euch? Ihr seid Team 3. Ihr könnt mal hier rein. Könnt einfach mal hier reinfliegen. Naja, ihr könnt keine Dings aufdecken. Das ist natürlich schlecht für mich. Aber ihr könnt ja schon mal dafür sorgen, dass keine Atomraketen mehr kommen. Energie vernichtet. Dann bleibt doch mal hier. Vernichtet das. Ist hier irgendwie noch irgendwas? Ist natürlich jetzt doof, dass die hier nichts aufdecken. Wir müssen mal was Schnelles reinschicken. Ach ja, Hinterhalt natürlich. Türme machen nicht gut genug verteidigen. Der Rest könnte mal hier bitte überwachen. Einfach mal überwachen. Alles auf überwachen. Hier sind zu viele Omnitopter, die nichts machen. Oh, guck mal an. Ihr habt da sogar noch ein Dings.
Hier sind ja noch ganz viele Gebäude, ist ja widerlich. Ja, große Batterie. Raketenbatterie ohne Ende. Schön erkunden den Blödsinn. Ja, hier hat hier die Fremen haben da schon rumgewütet. Wie viel kann ich hier erkunden? Lasst euch hier nicht einsperren. Lasst mich doch mal in Frieden hier bereit, bevor der zerstört wird. Renn mal einfach da rein. Kannst du mal überfahren, meine Fresse? Muss ich hier auch noch einen Turm hinpflanzen? Ist ja widerlich. Und wahrscheinlich brauche ich auch erstmal das verbessern. Wahrscheinlich brauche ich eigentlich auch. Hier haben sie meine Baubasis vernichtet. Ich glaube schon. Strom brauche ich auch noch, wahrscheinlich. Ah, ihr macht ja hier immer noch Gedöns. Ihr macht noch Gedöns, macht die mal kurz da zur Seite mit dir. Damit du hier vorbeifahren kannst. Kann man die wichtigsten Sachen kaputt machen. Wie zum Beispiel den dämlichen Panzer. Ja, da wirst du von da natürlich abgeschossen. Aber ansonsten kannst du einfach mal die Bodenverteidigung vernichten. Das ist kaputt, kaputt. Wie viel Schaden die einfach machen? Wenn die erstmal keine Luftverteidigung mehr haben, ist alles vorbei für sie. Wie viele Hakon-Gebäude habt ihr noch? Hier sind noch zu viele Windfallen. Viel zu viele Windfallen. Von rechts weg natürlich da abgeschossen, was nicht schön ist. Ja, ich habe ganz viele von meinen Ornithoptern verloren gerade. Und nur noch einer. Es ist nur noch ein einziger Ornithopter übrig. Von den ganzen Truppen. Aber der macht ja auf jeden Fall. Der hat Arbeit gemacht. Der hat seinen Dienst getan. Ich habe da wieder irgendwelche Gegner in der Dings. Muss mal dafür sorgen, dass die Gegner mich nicht mehr angreifen. Ist das nervig. Was habt ihr noch so an wichtigen Gebäuden? Du machst mal die beiden Türme kaputt. Das sind die letzten Atreides-Gebäude, glaube ich. Nee. Warum kommt eine Atreides-Verstärkung, wenn die gar nicht mehr da ist? Ihr rennt mal dahin. Ihr könnt hier irgendwie mitmachen. Auch nie muss ich die scheiß Fremen nicht vernichten. Weil die sind mir gerade ein bisschen einen voraus. Also ohne Fremen als Gegner noch zusätzlich hätte ich das wahrscheinlich jetzt schon geschafft gehabt. Weil die verzögern das ja auch noch ein bisschen. Nehmen wir mal euch. Nehmen wir mal euch. Mission, ja, reinfliegen und kaputt machen wir. Lassen wir mal einfach die Fremen da machen. Die machen jetzt einfach nur noch aufräumen und hoffentlich ist dann die Mission vorbei einfach. Beschießt mich nicht, ihr dämlichen kleinen Scheißmännchen. Ihr mal alle darauf, denn da. Ihr räumt da mal auf. Die müsst ihr auch noch vernichten. Da hast du noch ein bisschen was. Der Rest ist Fremengedöns. Einfach mehr Türme bauen gegen Verstärkung von Gegner, Hinterhälte. Die Basis habe ich jetzt zum Schluss doch sehr vernachlässigt. Einfach ganz viel da. Wow, ich kann ganz viele Quads bauen. Du könnt mir gleich nochmal beim Aufräumen helfen. Was sucht ihr denn jetzt hier? Macht mal die komischen Scheißmännchen kaputt. Die nervt mich. Überfahren, einfach überfahren. Sind sie alle Matsch. Abschießen. Meine Basis wird wieder angegriffen. Ey, kappt euch jetzt. Hier, Turm, verdingst. Turm. Das ist da alles so weit. Nee, warum ist hier noch hier Hakon-Gedöns in der Fremen-Basis? Kann ja wahr sein. Das ist alles Fremen-Scheiße. Mann, sind dort viele Türme. Das dauert. Haben wir gleich. Wäre ganz nett, wenn wir gleich haben. Zalokar wurde geschlagen. Und dann nur noch den Blödsinn. Ich hoffe mal, das reicht denn. Ich hoffe mal, ich muss nicht noch die dämlichen Fremen besiegen. Haben wir gleich, bitte. Mission erfolgreich abgeschlossen! Guten Morgen, Eure Lordschaft. Gratulation. Du hast dem Haus Ordos gut gedient. Wir werden unseren edelsten Krieger nicht so schnell vergessen. Ich werde nun die Nachricht über deinen glorreichen Sieg überbringen und den Imperator deine Bedingungen mitteilen. Dir ist wohl klar, Imperator, dass wir dein Spiel nicht länger mitmachen. Welches Spielchen? Wovon sprichst du überhaupt? Ich meine dein Schachspiel. Wir waren deine Schachfiguren und der Wüstenplanet dein Schachbrett. Wir haben beschlossen, die Dinge nun selbst in die Hand zu nehmen.
Du sollst unsere Schachfigur in unserem Spiel sein. Schau mal einer, guck, so schön grün. Haus Ordos abgeschlossen. Das war's fürs Erste mit Dune Legacy. Aber beim nächsten Mal, da tragen wir Rot und spielen Haus Harkonnen. Denn die fehlen noch. Und da spielen wir dann wieder ein anderes Dune. Weil es gibt so viele Dune 2 Spiele. Es wird klassisch. Ja, lasst gerne Kommentare und Bewertungen da. Das ist gut für die Moral. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt bunt. Macht euch einen bunten.